So, liebe Leute, endlich geht's heute weiter mit Let's Play Pokémon Strahlender Diamant. Juhu. Ja, was war passiert? Genau, ich hab's ja schon geschrieben gehabt, meine Docking Station hat sich Gott sei Dank nach der letzten Aufnahme abgeschossen. Und ja, das heißt, ich muss erstmal eine freiwillige lange Pause machen. Ich habe jetzt Gott sei Dank meine, die ich ja schon mal gekauft hatte, einzige funktionierende Docking Station ausgegraben. Ich habe die beim Aufräumen gefunden. Ich dachte mir, ich habe da auch irgendwo eine gekauft, wusste es aber nicht mehr, wo die war. Und habe gesucht und die Zufallsweise dann doch irgendwo in der Tüte drin. Und ja, jetzt ist er endlich wieder da und wir können endlich weitermachen hier mit unserem Let's Play hier in Pokémon. Das heißt, ab jetzt gibt es wieder Pokémon jeden Tag und oder fast jeden Tag, soweit ja die Zeit reicht. Und wir starten heute mit dem ersten Teil der Siegesstraße. Ja, ich freue mich drauf. So, na gut. Dann gehen wir mal los. Fangen an mit diesem kleinen Weg hier zum Runterkraxeln. Wir brauchen ja keinen VM-Sklaven mehr, Gott sei Dank. Ich kann in die Zukunft sehen. Da, ja, in Pokémon Schwert und Schild endlich dieses die VM-Attacken bei Pokémon abgeschafft wurden. Und da freue ich mich eigentlich drauf. Und das war ja, glaube ich, bei Pokémon Let's Go, Pikachu und Evoli schon so. Und bin ich froh, dass es hier übernommen hat. So, erster Gegner von uns ist Alpollo. Und ja, dieser Psycho möchte uns gerne an den Kragen, aber das wird so schnell nicht passieren, dadurch, dass mein Team mittlerweile gut trainiert. Er ist ein Volltreffer gegen Alpollo und damit geht es direkt mit einem Eishieb. Bann! Level 56 Militalis, Level 59 Ramaidon. Ich hatte schon mal ein bisschen angefangen aufzunehmen und dann hat sich irgendwas von mir schon wieder verabschiedet. Aber jetzt geht's Gott sei Dank, hoffentlich. Ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf und endlich wieder Pokémon. Also der Slot um 12 Uhr ist damit auch wieder gefüllt. Ja, wie geht's jetzt weiter bei mir auf dem Kanal? Wie gesagt, 16 Uhr GTA bleibt jetzt erstmal noch bis zum 17. Mai so. Der 14 Uhr Slot ist momentan GTA unsere zweite Gruppe, die läuft. Geht aber jetzt immer nächste Woche Freitag, Donnerstag, Freitag um mit Dead by Daylight weiter. Da freue ich mich auch schon drauf oder mal als Projekt. Oder beziehungsweise es gibt ja mal jede Woche ein neues Spiel. Also beziehungsweise ein anderes Spiel und jo. Deswegen, wie gesagt, jetzt GTA gemacht und jetzt geht es wieder weiter bald mit Dead by Daylight und wie gesagt Pokémon und GTA. Der 16 Uhr Slot bleibt jetzt erstmal auf GTA, wie gesagt, bis zum 17. Mai. So, Gengar ist besiegt. So, die Muschelglocke erfüllt die KP komplett auf. Da, der Seher ist besiegt. Ich werde nun deine Zukunft enthüllen. Also spitz mal schön die Lauscher. Warte mal, was will er sagen? In der Pokémon-Liga warte ich, glaube 4. Das wusstest du ja bereits. Jo, wusste ich. So, hier finden wir noch die T41 Voltbeton. So, ich gucke jetzt gerade, ob wir hier noch ein verstecktes Item finden. Das kann ja immer sein. Hier ist nichts. Aber hier hinten ist, glaube ich, irgendwo was. Ja, und zwar ein Überall. Ich sage ja immer mal zwischendurch mal wieder die Steine angucken und wenn wir Glück haben, ist da dann doch irgendwo noch ein verstecktes Item, wie dieser Überall, den wir jetzt gerade noch gefunden haben. Dann kann ich hier oben weitermachen und hier oben mit dem nächsten Trainer. Und zwar eine Vogeltrainerin. Ich kämpfe weiter, damit ich höher, immer höher in die Lüfte heraufsteigen kann. Ja, ich habe schon mal aufgenommen, deswegen weiß ich, dass es eine Frau ist. Am Anfang habe ich mir gedacht, oh, okay, das ist geil, aber es ist eine Frau. Nämlich Galina mit einem Loktu. Unter anderem, sie hat nämlich zwei Pokémon. So. Dann gehen wir auf Lawine. Und einen, der nimmt sich die Flinkklaue, weil die Twigart. Einfach am Boden. Ganz auf Schatz. Nee, sitzt doch nicht. Geh nicht. Komm, ich krieg dich doch vor der. Ich krieg deine Dülzweger noch ausgekontert. Tschüss. Sag du.
Staraptor. So. Auch hier gibt es nochmal eine Lawine hinterher und auch die wird ausgekontert. Ich hatte jetzt eine Notsituation wahrscheinlich, so wie das irgendwie angehört hat. Das hat sie mich nicht gerade gesehen, weil ich noch über eine Einblendung bekommen habe auf dem PC. So. Gut, dann ist Galina. Scheint, als hätte man mich auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ja, würde ich sagen, ist, glaube ich, so passiert. So. Gut. Dann nehmen wir das hier mit. Das ist nämlich noch ein Hyperheiler. So, Item wirkt nicht mehr. Setzen wir also neu ein. Okay, dann hast du nur den Hyperheiler das Item da bewacht. So, also runter wieder hier. Da oben brauchen wir gar nicht weitergehen. Hier haben wir auch, glaube ich, schon alles geholt. Ja. So. Plötzlich zu weit, nicht, dass wir da runterfallen, dass wir den ganzen Weg nochmal neu gehen können. Das heißt, wir gehen jetzt hier hoch und nehmen uns diese Ast-Trainerin hier mit. Zeig mal, wie du dich bisher her durchgekämpft hast. Los geht's. Ach, scheiße. Ich hätte wechseln müssen. Ich habe jetzt nicht dran gedacht. Die gute Brünnhilde. Doch, Enteron ist so das richtige Pokémon. Okay. Enteron ist jetzt doch das richtige Pokémon am Anfang. So, einmal Rasierblatt. Und tschüss, Enteron. Über einen Volltreffer. Ja, fast Level 56 von Polion. Hytera. Gut, Hytera hatte ich jetzt erst gedacht, das wären tatsächlich ein Fee-Pokémon. Ist es aber nicht. Also kann ich mir die Talis dann einsetzen. Das ist, glaube ich, nur Typ normal. Und dementsprechend kriegst du eine Kraftwelle ab. Und wird zwar instant gekillt. Alle bis auf Galoppa gehen jetzt um ein Level hoch. Ramayana Level 60. Empoleon Level 56. Vitalismon 57. 54 von Rexblisa. Kramchef 57. So, hast du also gekämpft? Yep, vor allen Dingen gewonnen. So, ich gucke jetzt, ob hier oben noch irgendwo ein Item liegt, ein verstecktes. Und zwar, cool, ein Top-Elixier. Kann man immer gut gebrauchen. So, dann geht es hier oben jetzt weiter. Hier war ich nämlich schon mal. Bis meine Aufnahme dann abgekackt ist. Aber jetzt schieben wir erstmal diesen Stärkestein hier weg. Den schieben wir auch weg. So. Genau, hier muss ich weitergehen. Den zweiten Zertrümmererstein auch mal kurz beiseite räumen, dass ich hier mal kurz... Jetzt haben wir ein kleines Rätsel, aber das ist relativ easy. So, dann steht hier oben noch eine weitere Ast-Trainerin. Ein Blick auf dich genügt man zum Wissen, dass du es echt drauf hast. Über dieser Trainerin ist mir eben die Aufnahme. Ach, das ist sogar ein Typ. Erich. So, Galoppa. Deswegen habe ich jetzt gerade auch eben Oman gesagt, weil ich einen Fehler dran hatte. Ich hatte nämlich bei der guten Brunhilde hatte ich irgendwie gedacht, okay, wir haben hier noch einen Typ, wir haben hier noch den Galoppa, das Galoppa als erstes. Wie gesagt, bis hier war ich schon mal. Das heißt, wir wechseln einfach mal kurz durch. Und setzen jetzt Empoleon ein. Dem kann, glaube ich, auch der Hagelalarm nichts machen. Ja gut, Stahl gegen... Okay, Stahl gegen...
Eis geht auch, ja. So gar nicht doof eigentlich, die Attacke. So, dann einmal noch Surfer. Hinterher. Und Schiffskalopper. Oha. Sogar ein Instant-Kill. So. Wie du fliebes hast du jetzt noch. Okay, warte mal, ich muss gerade gucken. Gehe ich auf Galoppa. Macht natürlich Sinn, mit dem Feuer-Pokémon gegen den Pflanzen-Pokémon anzutreten. Die Ausreiter sehen für mich auch alle gleich aus, wenn du die so schräg von oben siehst. Deswegen war ich jetzt ein bisschen, dachte ich mir, okay, wir haben jetzt nochmal ein Mädel. Nein, aber der Erich ist ein Junge. Oder ein Mann. So. Das hast du noch eins, ne? Und ich weiß auch, was du hast. Nämlich ein Ramaidon. So, dann gehe ich jetzt auf Empoleon. Und dann haben wir es. Zeit und noch ein bisschen Luft. Wie gesagt, ich versuche, vielleicht schaffen wir die Siegestraße sogar in einer Folge. Dann gibt es halt ein paar kürzere Folgen mit den Top 4. Weil ich eigentlich fast jeden Top 4 bzw. den Champ gerne in eine Folge packen würde. Aber vielleicht machen wir auch, sagen wir mal, wir machen zwei. Muss ich gucken, wie schnell ich da durchkomme. Vielleicht machen wir auch zwei Top 4 und den Champ in einem extra Part. Weil der Champ wird nicht ganz einfach werden. Das kann ich euch jetzt mal versprechen. Das ist nämlich ein Champ, der den Namen durchaus verdient hat. Aber gut, erstmal die Siegestraße meistern, ne? Der erste Eindruck drückt halt nicht. Du bist so stark wie erwartet. Jeder, der die Originaledition gespielt hat, weiß genau, was da Sache sein wird. Und ich kann euch jetzt, wie gesagt, versprechen, unsere Level reichen bei weitem noch nicht. Wir brauchen noch ein bisschen. Wie gesagt, das ist ein Champ, der den Namen Champ verdient hat und nicht jetzt wie Siegfried, den du nur relativ easy wegplättest oder was da so alles auf die Idee kam oder Gary auch, der nichts konnte. So, jetzt muss ich gerade überlegen, wie mache ich jetzt weiter? Scheiße, ich habe jetzt überlegt. Ich muss jetzt überlegen, wie gehe ich jetzt mit dem Dings weiter? Ich guck mal gerade, ob bei diesem Einzelstein noch irgendwas ist. Ne, ist nicht. Dann muss ich doch da oben weiter, ne? Doch, da muss ich doch da oben weiter. Gut, dann, da bin ich hergekommen. Das heißt, wir werden jetzt mal... Ach ja, bei Plus war es genau. So. Ach, upsi. Dann lass mal das Fahrrad wegnehmen. So, dann. Ja, ich spiele mich nicht mehr mit dem Original Switch Controller, sondern ich habe mir so einen eigenen gekauft. Warte mal. Ich bin doch da runter, oder? Wir machen das anders. Ich gehe mal wieder raus. Weil ich habe mich jetzt vertan. Warte mal, wie war das Rätsel denn da unten jetzt? Warte, ich guck trotzdem nochmal da hoch. Ich weiß nicht, ich hätte jetzt auch nicht zurücksetzen müssen. Ah, wie war das jetzt? War das jetzt da oben? Warte, das. So, plus Fahrrad. So. Dann. Nehme ich mal einen Gang zurück und hol mir da oben das Item. Top-Äther. Naja, immerhin. Ne? So. Dann muss ich jetzt gerade was anderes versuchen. Ach. Jetzt muss ich wieder hochschalten auf den Gang. Und muss jetzt gucken, dass ich hier unten das Rätsel gelöst bekomme.
Gott, wie war das jetzt nochmal? Soll ich mal das Fahrrad wieder raus? Brauche ich jetzt nicht. Ach ja, genau. So war's. So, so. Und dann den unten durch und den wieder hochschieben. Und dann kommen wir da runter. So. Gut. Ja, dann haben wir es doch. Der Fremde wird meine Prüfung sein. So werde ich sehen, ob ich das Zeug dazu habe, die Top 4 der Pokémon-Liga zu besiegen. Gucken. Wie gesagt, da schätze ich mal die beiden, die Jungs und Mädels deutlich. Pixie. Pixie. Ich weiß gar nicht, ob wir mittlerweile schon soweit den Pokédex voll haben. Ich weiß gar nicht, wie weit wir voll haben. Voll haben wir noch nicht, da fehlt noch ein bisschen was. Aber wir müssen mal gucken, wie weit wir nach den Top 4 sind. So, Pixie kriegt auf jeden Fall erstmal ein Ice-Heap ab. Eventuell kriege ich das Viech ein bisschen tief gekühlt. Tut's nicht. Es setzt nämlich Kosmikkraft ein. Und pusht, glaube ich, sein zur Spezialangriff, ne? Ne, die Verteidigung. Und die Spezialverteidigung, okay. Ja, ja. Alles gut. So schlimm ist es nicht. Pixie ist jetzt nicht mehr das Mega-Pokémon, was eine super Verteidigung hat. So, damit ist es weg. Ach, ja, gut, okay. Ist egal. Diesmal ist es egal. Das hätte am Anfang ja schlimmer gewesen. Aber wie habe ich diese Attacke von Miltank gehasst mit seinem scheiß Charme? Diese scheiß Verliebtheit. So, oh, Tritera, Moment. Doch, das ist gar nicht so doof, die Idee. Bleib bei Dings. Weil. Vierfachschwäche. Das Viech ist nämlich Pflanze Boden. Das sollte es eigentlich mit dem Hagel zusammen und dem Spezialtyp und dem Setbonus. Ja, ist es auch. Relativ einfach war es jetzt. War es nicht so schwer. Die gute Hanna ist besiegt. Dieser Kampf hat gezeigt, dass du zu den stärksten Trainern überhaupt gehörst. Jupp. So. Ich trainiere jetzt weiter mit Rexblizzard. Das muss nämlich auch ein bisschen was im Level noch aufsteigen. Das soll nämlich später bei gegen den Champ eingesetzt werden. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Warte mal. Das machen wir anders. So, gehen wir da durch. Ich wollte eigentlich doch rein. Ja, egal. Komm mal hin. Bis man daheim anders geht. Ich kriege mal schon hin. Mach ich gleich. Lass mich sehen, wie gut du deine Pokémon trainiert hast. Staraptor. Naja, auch kein schlechter Gegner für uns. Auch kein so schlechter Gegner für uns. Icy. Ah, fast, ne? Blutsituation. Oh, das könnte viel abziehen. Reicht es, um das Staraptor zu killen? Nö. Das Vieh setzt mich jetzt hundertprozentig Ruckzuckhieb ein, um uns den Rest zu killen. Und ja, diese scheiß Blutsituation. Ich glaube, die ist nämlich doppelt so stark, wenn die KP unter die Hälfte fallen. Reicht doch nicht, um das aufzuladen. Ich glaube, wenn das nochmal. Entweder setzt das nochmal ein. Nee, das zurückzukehren. Ich hab's fast geahnt. Ich kann natürlich jetzt. Ich mache natürlich jetzt den Asi-Move und spiele auf Zeit. Und setze. Und hol Staraptor durch den Hagelalarm. Rexblizzard Level 55 und Polio Level 57. Depoterus. Kann man dabei bleiben. Ist nämlich vom Typ Boden. Der setzt jetzt seinen scheiß Sandsturm ein, das war mir fast klar. Du hast natürlich jetzt die Variante so rum. Ach, scheiße, ich hab keine Ahnung. Naja, versuchen wir es trotzdem. Okay. Erdbeben. Ja, naja, unterschätze mal nicht. Vermeide ich schwache Gegner. Da werde ich jetzt mit Lawine. Ja klar, aber ich glaube, meine Attacke wird jetzt auch wieder doppelt so stark. Tschüss. Yes. So, wieder ran. Henning ist besiegt. Brillant.
So. Warte mal, ich setz mal Top-Trank ein. Ich hab ja, dafür habe ich die Dinger ja. So. Jetzt will ich da nur kurz was gucken, ob da nicht immer noch was ist. Da will ich noch mal durchgucken, ob da nicht irgendwo noch ein Versteck ist, Item ist. Ich